Hi, ich bin Steve Kieschnick, leitender Physiotherapeut vom Reha-Zentrum Rheingau. Hi, ich bin Niklas Heidkamp, spiele für den SCDFK Leipzig in der A-Jugend und bin U18-Jugendnationalspieler. Haltet euch fit wie ein Spitzensportler. Und wir zeigen euch, wie es geht. Die Stabilisierung für die Beine kann man auch wunderbar mitnehmen mit der Standwaage. Eine andere Übung. Standwaage, genau, nehmen wir mal das rechte Bein. Wir haben viel das linke Bein gehabt, das rechte Bein als Standbein. Genau, stellst dich wieder schön ein. Das linke Bein ist schon leicht gelöst und erstmal die Bewegung wieder, dass du das Bein nach hinten weg, dabei die Arme nach vorn oben führst. Schön langsam und ruhig, genau, wunderbar. Das Bein muss jetzt nicht hinten zu weit nach oben gebracht werden. Für mich ist wichtig, Standbein schön stabil, Rumpfspannung aktiv und das dann so ein Einklang von der Bewegung entsteht. Von der Seite gesehen wäre das so eine richtig schöne diagonale Spannung, die man in den Rumpf aufbaut. Genau. Wunderbar. Machen wir das Ganze noch dreimal. Sehr schön, noch zwei. Der zählt auch noch mit. Und den letzten einen noch. Sehr gut. Ja. Gut. Das wäre die Standwaage sozusagen nach hinten weg. Genau. Und das Ganze können wir natürlich auch wieder mit einer Steigerung versehen. Dass du jetzt die Standwaage hältst, gehst in die Position, die Arme sind beide vorn und fängst dann an, das bewegende Bein mit dem diagonalen Arm kreuzen. Also, stell erstmal die Standwaage ein. Genau, nimm dir ein Bein, rechts, Stein. Genau. Linkes Bein geht nach hinten, jetzt hältst du die Position. Wenn jetzt das linke Bein nach vorn angezogen wird, nimmst du den rechten Ellenbogen, kreuzt und gehst wieder langsam weg. Genau. Ja, okay, also Standwaage einstellen, nach hinten das Bein, die Position halten. Jetzt kommt das Bein, das linke Bein zum rechten Ellenbogen ran und wieder nach hinten weg. Und wieder kreuzen und wieder langsam weg. Genau so, ne? Das ist eine stabilisierende Übung mit dynamischer Bewegung aus Schultergürtel, bewegendem Bein. Wunderbar. Schön langsam und ruhig, keine Hektik. Jawohl, noch drei. Super, noch zwei. Und den letzten einen noch. Ja, super. Und dann erstmal Stopp. Genau, das kann man natürlich dann auch wieder wunderbar für die andere Seite mit drei Serien mal 10 Wiederholungen mitnehmen. Gut.